Hey Leute, willkommen zurück zu Slay the Spire. Danke für die Tipps, aber ich glaube, ich werde ein bisschen für mich selbst rumrödeln, weil wenn ich einfach so nach einem, in Anführungszeichen, Plan spiele, dann fühlt sich das fühlt sich falsch an, das fühlt sich wie Cheaten an, deswegen wurstel ich mich hier selbst lieber ein bisschen weiter durch. Es gab einen kleinen Patch, was der jetzt genau gemacht hat, der hat ein paar Karten verändert, ja, aber welche jetzt genau, das ist eine gute Frage. Ja, das könnt, ihr könnt euch ja selbst die Patchnotes durchlesen. Ich habe das jetzt leider gar nicht im Kopf. Was werden wir denn jetzt? Ich glaube, links sieht ganz nett aus. Ja, links sieht ganz nett aus. Starten wir mal links. Und gucken wir mal, wie das lübt. Ah, jetzt habe ich hier wieder keine Verteidigung. Ja gut, spielen wir die Dämonenform. Ich glaube, so falsch kann das an der Stelle gar nicht mal sein. Ach ja, hier, Bluttrank wurde gebufft von, was war das, 10% auf 25%. Das ist doch mal eine gute Idee gewesen, definitiv. So, wir werden uns jetzt erstmal hier verteidigen. Ja toll, ich kann jetzt zuhauen, aber es bringt nichts. Weil 10%, ganz ehrlich, das ist schon sehr wenig. 25%, das macht schon mal einen Unterschied. Also ja... Das sind, wären dann schon 20, also bei 80 Trefferpunkten wären 20 Trefferpunkte. Das ist vollkommen in Ordnung. Also mit den 8 Trefferpunkten, die es vorher waren, war das einfach meiner Meinung nach zu schwach. Gut, ich werde jetzt hier, was werde ich denn? Ich werde jetzt auf jeden Fall verteidigen und einmal zuhauen. Das Deck ist so ein bisschen Kokolores. Weil Adalas und Brutalität benutze ich eigentlich gar nicht. Das ist halt ein bisschen blöd. Ja, was soll ich dazu sagen? So, einmal verteidigen. Dann greifen wir dich zweimal an. Brutalität lasse ich wieder links liegen. Weil ich werde jetzt hier einfach zu viel kassieren. Als dass sich das jetzt wirklich lohnen würde. Gut. Ich nehme es total gelassen mal wieder. Spiel Toben und noch einen Schlag hinterher. Im Prinzip könnte ich mich jetzt auch erstmal komplett aufs Blocken konzentrieren und meine Dämonenform da wirken lassen. Aber gut, das sollten wir doch auch so hinkriegen. Wirbelwind. Ja, das sollte doch reichen. Geht doch. Gut. Bräuchte noch irgendwas mit Heilung. Das wäre echt nett. So, Flammender Hieb toben. Ist halt die Frage, ne? Das ist halt wirklich die Frage. Flammender Hieb oder toben? Ich nehme jetzt mal Flammender Hieb mit. Oder nehme ich nur toben, zweites Mal mit. Auf der anderen Seite, ich komme auch nicht wirklich oft dazu, eine Karte zu verbessern. Deswegen würde ich fast mal sagen, ich nehme jetzt toben mit. Die ist schon aufgewertet. Wir haben 262 Gold. Gucken wir mal, was hier im Shop so los ist. Okay. Immer wenn du in einem einzigen Zug 5 Karten ausspielst, füge allen Gegnern 10 Schaden zu. Ja. Das ist schon... Wenn man Nullerkarten hätte. Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Die Blume wäre schon sehr nett. Ja, definitiv. Ansonsten... Kunai wäre auch sehr nett. Aber ich glaube, ich werde jetzt einfach mal hier einen Schlag rausnehmen. Und wir nehmen dann hier noch die Blume mit. Weil mit Energie kann man eigentlich eher selten was falsch machen. Oh, hallo. All mein Gold verlieren. Ja, kommt. Nehmt mir meine 6 Goldstücke ab. Bin ich ja so traurig. Ja. Gut, dann. Aha, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ich würde mal sagen, wir kämpfen erstmal hier. Gucken, wie es läuft und dann gehe ich vielleicht zum Elite. Aber erstmal schauen, wie der Wind weht. So, dann hier einmal schmettern. Können wir dir nämlich das schon mal ein bisschen wegnehmen? Ja gut, jetzt spiele ich mal Brutalität. Jetzt habe ich da die Dämonenform. Das ist natürlich super.
Ich glaube, ich werde die jetzt einfach mal spielen. Und er darf auf mich einprügeln. Weil ich brauche das einfach gegen so viel Block. Ich brauche mehr Stärke. So, Flammenwall ist auch schon mal super. Ja, gut. Das ist jetzt alles so ein bisschen unterdurchschnittlich. Dadurch, dass die Karten weniger Block haben. Aber okay, so, einmal aufrüsten. Nehmen wir es nochmal gelassen und dann spiele ich einmal Toben. Bräuchte wirklich mit den Karten, die ich habe, die mir Lebenspunkte kosten, bräuchte ich was, um mich zu heilen. So, einmal Flammenwall. Dann haben wir hier 15, 18, ne? Das ist jetzt... Ha, ich glaube, machen wir das nochmal so. Es dauert einfach auch zu lange, dass ich wirklich ein bisschen Stärke zusammenbekomme. Das zieht sich dann nämlich ewiglich hin. Einmal nehmen wir es gelassen. Dann, ja... Gut, spiele ich einmal Schmettern. Dann ist zumindest das Artefakt da weg. Und zum Ende spiele ich jetzt nochmal Toben. Wow, wir haben mal Schaden gemacht. Ein Traum. So, Wirbelwind. Das würde reichen. Genau. 16 Golden Angsttrank. Okay. Nochmal Flammenwall. Ja, warum nicht? Ja, doch. Ja, ich nehme nochmal Flammenwall. Ansonsten, da hätten wir dann auch schon Lagerfeuer. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal zum Elite. Das müsste doch eigentlich reichen. Das Nest. 99 Gold können wir kriegen oder den rituellen Dolch. Hm. Aber da oben kommt auch kein Shop mehr oder sowas in der Richtung. Nee, aber rituellen Dolch, na... Dadurch muss halt der Gegner auch sterben. Ich meine, das kann schon sehr nett sein, gerade wenn man den möglichst früh bekommt. Aber ich habe ja jetzt noch andere Sachen, um meine Stärke zu buffen. Deswegen, ich glaube, ich nehme mal lieber das Gold. Damit bin ich auf jeden Fall eine Ecke flexibler. Ja, ihr mal wieder. Euch mag ich auch. Ja. Flammenwall und Brutalität spiele ich jetzt einfach mal und dann spiele ich nochmal. Nimm's gelassen und wir kriegen das schon. Ich kriege hier die Dämonenform. Das tut zumindest nur etwas weh. Und die wollen mich schon alle wieder hauen. Ja, okay. So, dann machen wir das so. Und dann müssen wir halt einfach mal ein bisschen warten. Das Problem ist nur, ich muss so lange warten. Und ich kriege immer so ein bisschen Schaden. Und das summiert sich halt mit der Zeit schon recht hoch. Oder recht... Ja, genau, jetzt. Machen wir das so. Dann, ja... Ah, das ist nicht gut. Ist doch überhaupt nicht gut. Weiß nicht. Ich bin da gerade so. Ich glaube, ich nehme... Oh, das sieht jetzt auch anders aus. Naja, komm hier. Dann gehe ich halt. So. Was für ein Mist. Aber hier... Leid verflucht. Ja, Relikt, warum nicht? Ui, das ist gar nicht mal so schlecht, der Spielchip. Der ist auf jeden Fall nützlich. So, und ich gehe jetzt hier direkt zum Lagerfeuer. Und wir haben 62. Das heißt, da oben kommt noch 1, 2, 3 Gegner, bis da mal wieder ein Lagerfeuer kommt auf der anderen Seite. Wir könnten jetzt hier was schmieden. Und zwar, wir könnten jetzt hier zum Beispiel... Ja, was könnten wir denn? Was sollten wir denn? Aderlass wäre gar nicht mal so schlecht.
Bisher habe ich die ja noch nie benutzt, die Karte. Auf der anderen Seite die Mondform wird sich auch schon wirklich rechnen. Flammenwall auch. Also, was nimmt man denn da am besten? Tendiere ja zu Dämonenform, dann zu Aderlass und dann zu Flammen, weil ich nehme jetzt hier einfach mal Dämonenform. Das war nur ein Stärke mehr, aber das dauert sowieso ein paar Runden, bis ich da irgendwie mal ein bisschen Schaden mache. Dann läuft das alles ein bisschen schneller. 81 Gold. Ja, Hunischer Dodekaeder, den brauche ich nicht. Nee, dann nehme ich lieber den Schlüssel. Wann habe ich denn mal volle Trefferpunkte? Nicht mehr in diesem Leben. Oh, finde die Paare. Das ist auch so toll. Zweifel, ne? Will ich nicht. Opfergabe. Metallschicht. Metallschicht. Ja, ja. Ja, komm. Nimm mal Metallschicht. Schmettern haben wir nochmal bekommen durch Zufall. Okay. Ein bisschen mehr Block ist wohl nie so verkehrt. Auf jeden Fall werde ich das hier mal alles entsorgen. Aber ich spiele sowieso nur Dämonenform, von daher hätte ich mir das eigentlich auch schenken können. So. Und mit ein bisschen Glück sollte das hier jetzt relativ einfach laufen bei Snecko. Dann können wir die nicht immer einfach wegsnacken. So, Flammenwall. Ich will auf keinen Fall irgendwie Schaden kassieren, wenn es sich nicht irgendwie noch so vermeiden ließe. Gut, was haben wir hier? Moment, das hier war zu Beginn jedes Kampfes. Okay. Schade, ich dachte jetzt, nee, ich habe das gerade verwechselt mit jedem Zug. Okay, mein Fehler. So, ja, nee, ja doch, ja komm, schmettern. So, Brutalität, Metall, ja, Metallschicht kostet jetzt auf einmal so viel, ist klar, ne? Ich spiele einmal Toben, einmal Schlag und dann reicht's nicht mehr. Verdammt. So, jetzt können wir das hier aber den ganzen Ende setzen. Ah, haben wir knapp wieder 60 Trefferpunkte. Okay. Ja, Blut um Blut. Nee, das ist alles. Wir haben 20 Karten, von daher. Da müsste jetzt schon wirklich was eine super Karte bei rumkommen, damit ich die da jetzt noch mit reinnehme. Will ich irgendwas abwerfen? Ich will auf jeden Fall das Leid loswerden. Wer möchte das nicht? Gut, dann machen wir das so. Dann können wir jetzt nicht einmal aufrüsten spielen. Okay, die greifen ja gar nicht an. Na gut, dass ich das auch mal sehe. Hallo, ist da oben irgendwer da? Scheinbar nicht. Aber ist das doch gar nicht mehr so warm? Jetzt redet der olle Kerl schon wieder vom Wetter. Habe ich ja schon lange nicht mehr. So, ja. Okay. Damit kann ich jetzt noch leben. Im wahrsten Sinne des Wortes, haha. Ach komm schon, jetzt kriege ich die Dämonenform. Also, es ist doch alles Mist. Ehrlich, nee, ich will den Schaden nicht kriegen. Nee. Könnt ihr behalten. Hier oben, das Symbol ist auch neu. Auf welcher, ja, ich sag jetzt mal, Ebene wir uns befinden, wird das wohl sein. Ach Gott, was ist denn da los mit euch, Leute? Das ist doch wohl nicht wahr. Oh, bitte. Ah, da, 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 da. Das läuft. Das läuft. Weg.
So, aufrüsten, verteidigen. Ja, bitte doch. Einmal toben. Ich tobe hier gleich auch. Ja, das Deck ist totaler Mumpitz. Mit dem Lebenspunkte verlieren. Das sind alles Karten, die ich überhaupt nicht spiele. Weil ich eh kaum Lebenspunkte habe. Ah, Mann, oh Mann. Ich werde jetzt mal hier Flammenwall spielen. Ich werde mal Nimm's gelassen spielen. Und ich werde mich jetzt mal hier heilen. Und dann nehme ich noch den Angsttrank und verpasse den mal. Ja. Würde das reichen? Nee, natürlich nicht. Ja gut, das hätte ich mir auch vorher denken können. Und der Trank war jetzt ein bisschen verschenkt. Klein wenig. Flammenwall und ihr macht immer oder du machst immer mehr Schaden. Das wird noch interessant, wenn ich noch weiterkomme. Ansonsten jetzt gleich zappenduster. Also würde ich das für mich allein spielen, dann wäre jetzt so der Punkt, an dem ich das abbrechen würde. Aber okay, ich spiele das hier ja jetzt nicht für mich allein. Das wären... das müsste reichen. Ja. Das war ja total einfach so. Nochmal nimm's gelassen. Nee, jetzt haben wir noch zwei normale Gegner vor uns, bevor ein Lagerfeuer kommt. Natürlich sind es mehrere. Natürlich. Gut, will ich hier was abwerfen? Ich will das abwerfen. Das behalte ich. Dann spiele ich jetzt nämlich einmal Aufrüsten und einmal Flammenwall. Dann ist der Geier nämlich gleich Geschichte. Haha. So, Zug beenden. Ja, hier der Vogel mit F. Er hat einen Vogel mit F. Cool, jetzt kann ich mal die Dämonenform spielen. Unglaublich. Ich bräuchte auch mehr Energie. Ja, leider. Das tue ich schon. Ja. So, Metallschicht. Einmal bitte. Dann einmal bitte, was ja verteidigen muss sein. Schmettern muss auch sein. Brutalität muss nicht sein. Da sind wir wieder an dem Punkt. Karten, die mehr Lebenspunkte abziehen, die ich eigentlich nicht benutzen kann, weil ich nicht so wirklich viele Lebenspunkte habe. Gut, Flammenwall. Einmal Schlag. So, zumindest einmal toben. Mit dem anderen Kram kann ich jetzt hier überhaupt nichts anfangen. Das ist aber auch... Momentan habe ich es echt damit. Entweder ich kriege eine Hand voller Angriffskarten oder eine Hand voller Blockkarten. Irgendwas ist doch hier faul. Das ist auch alles Banane. Gut, die Pflanze. War nur ein Gegner, aber die macht dann doch mit der Zeit schon ganz schön viel Damage. Kriege ich? Ja, okay. Ich spiele halt einmal Schmettern, dann einmal Metallschicht. Mit so ein bisschen extra Block kann man wohl nichts verkehrt machen. So, Flammenwall ist jetzt hier schon ganz großes Kino. Nimm's gelassen ist auch großes Kino. Und dann kann ich hier leider nichts mehr machen. Dafür können wir den Schaden komplett blocken. Und die olle Pflanze kriegt trotzdem ein bisschen Schaden. So, jetzt habe ich die Dämonenform hier. Was schon mal super, super doof wieder ist. Ich werde jetzt nicht spielen. Nein, werde ich nicht. Ich werde Aufrüsten spielen. Ich werde Flammenwall spielen. Und ich werde hier einmal Wirbelwind spielen. Ich kann es mir einfach nicht mehr erlauben, Trefferpunkte zu verlieren. Ganz ehrlich, 21 Trefferpunkte mal eben so zu verlieren, um nur Dämonenform spielen zu können. Das würde ich, glaube ich, normal auch nicht machen.
So, Wirbelwind. Yay. Blocktrank. Oh, das könnte noch recht nützlich. Ja, Schnitter. Meine Gebete wurden erhört. Vielleicht kommt da jetzt was bei rum. Vielleicht nicht hier beim Boss, aber später. Gut, wir haben... Ich würde sagen, wir... Ah, das ist jetzt die Frage. Kann mich heilen und ich habe einen Blocktrank. Ich würde mal sagen, ich bin so dreist und schmiede hier, mir hier was zurecht. Das wären dann 5. Naja, das ist jetzt nicht unbedingt so viel. Das könnte sich zwar summieren, aber eher nicht. Auf der anderen Seite Adalas. Ja, nee. Ja komm, ich nehme jetzt hier Adalas. Ich brauche einfach mehr Energie. Wenn mich das dann 3 Trefferpunkte kostet, dann ist das halt so. Das ist schon mal super. Wir haben hier, so, das kann mal weg, das kann mal weg, das kann sowieso alles weg. Ist egal, ich will sowieso nur die Dämonenform spielen. Das ist ein super Start für mich. Definitiv. Das könnte die Sache hier sehr viel einfacher machen. Könnte. Gut, was haben wir denn da? Ich würde mal sagen, ich spiele einmal Verteidigen. Und dann spielen wir einmal Wirbelwind. Den Trank nehme ich jetzt noch nicht. Und sie klauen mir Schnitter. Natürlich. Was auch sonst. Okay, das ist jetzt alles so ein bisschen... Ja, machen wir das mal so. Und dann machen wir das noch. Ich glaube, ich will dich erstmal kaputt machen. Dann kriegen wir dich nämlich gleich schon kaputt. Oh, okay. Flammenwall, ja. Metallschicht oder nimm's gelassen. Ich würde jetzt mal sagen, wären 28 Damage. Ich glaube, ich nehme dann lieber erstmal nimm's gelassen. Um wirklich den Schaden zu minimieren. Und ja, ich denke an den Blocktrank. Glaube ich. Hoffe ich. So, du bist raus aus der Nummer. Dann hätten wir hier schon mal... Hui, das wäre natürlich schon sehr nett. Aber auf der anderen Seite mache ich das jetzt schon. Ja, ich mache das jetzt schon. Bam! So muss das laufen. Gut. So, jetzt habe ich aber nichts mehr außer dem Blocktrank. Was mir wirklich den Hintern retten könnte. Ach, ja, genau. Hallo. 51 Schaden. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt nehme ich das einfach mal. Und dann spiele ich das noch. Und dann das noch. Und dich hauen wir mal raus. Brutalität werde ich auf keinen Fall spielen. Autsch. Ah, aufrüsten. Ja, von mir aus. Bringt aber überhaupt. Das bringt mir hier gerade. Das ist ja. Ganz toll. Brutalität? Ja, nee. Nee. Ich denke mir immer, okay, kannst du doch spielen. Ist doch nur ein Trefferpunkt, aber jedes Mal ein Trefferpunkt. Und je nachdem, wie lange der Kampf hier noch geht und wie weit er mich runterhaut mit seinen starken Angriffen, könnte das gleich ganz schnell vorbei sein. So, einmal toben, einmal Schlag. Geht hier Schlag auf Schlag. Aber ich habe schon eine Menge Stärke. Also es könnte noch was werden, definitiv. 30, 35, 33. Ich würde fast sagen, ich spiele mal, ich schenke mir das jetzt hier mit dem... Nee, ich spiele einmal Toben, einmal Wirbelwind. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, die Dämonenform aufzuwerten. 16 mal 2, ja, nee, ja, gut, machen wir das so, ich muss jetzt wirklich blocken, bis der Arzt kommt. Adalas, da kann ich jetzt nicht mit anfangen.
Ja, der teilt gleich irgendwann nochmal richtig aus. Ich glaube, wir machen das mal so und das war's dann. Ganz easy, ganz easy. Das war natürlich alles so geplant. Ah, Exklusivtrank. Genau, und hier Berserker wurde auch gebufft in dem Sinne, dass es nicht mehr dreimal verwundbar sind, sondern nur noch zweimal verwundbar. Und ich würde sogar sagen, ich nehme jetzt hier mal Berserker mit, damit ich noch mehr Schaden bekomme in der Zukunft. Rufglocke, drei Flüche, drei Relikte. Ja, Samtheitsband, du kannst nicht mehr als sechs Karten pro Zug spielen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ich spiele ja sowieso nicht so viele. Drei, ja, nee, also ich glaube, ich nehme hier das Samtheitsband. Ja, dann machen wir das lieber so. So viele Karten spiele ich eh nicht, wobei, dann habe ich jetzt ein bisschen mehr Energie, aber trotzdem komme ich da nicht auf sechs Karten. Glaube ich nicht. Wie dem auch sei, das werden wir nächstes Mal rausfinden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar von euch freuen. Bis bald!